B3.5. Ermitteln Sie die maximale Streckenlänge A0C0 sowie den zugehörigen Wert für x. Berechnen Sie sodann den maximalen Flächeninhalt A max der Dreiecke ANBNCN. Okay, hier haben wir zwei Aufgaben drin. Einmal muss man die maximale Streckenlänge sowie den zugehörigen Wert für x berechnen und die zweite Aufgabe ist, den maximalen Flächeninhalt der Dreiecke zu berechnen. Fangen wir mit dem ersten Teil an, maximale Streckenlänge. Wir haben die Streckenlänge AC. Ja, in dem Fall ist A0C0 die maximale Streckenlänge, aber es resultiert aus den Strecken ANCN. Wir brauchen also einmal die Strecken ANCN, die haben wir ja glücklicherweise eine Aufgabe weiter oben ausgerechnet. Ich schreibe sie mir jetzt gerade schnell nochmal ab. Minus 0,25x² plus 1,8x plus 4. Ja, als erste Überlegung ist, von was wird das Maximum berechnet? Dann zweite Sache, sobald Maximum oder Minimum auftaucht, können wir super den Taschenrechner einsetzen, wenn er diese entsprechende Funktion hat. Beim Sharp zum Beispiel wäre es einfach, wir geben diesen Term bei y ist gleich ein. Dann die Funktion calcmax auswählen. Und wir können einfach das x und y abschreiben. Und das y entspricht dabei dem maximalen Wert der Strecke. So, wenn man keinen Taschenrechner zur Verfügung hat, kann man das trotzdem, also diese Taschenrechnerfunktion nicht zur Verfügung hat, kann man das trotzdem recht leicht berechnen. Man muss sich nur eins überlegen, wir haben hier einen quadratischen Term und quadratische Terme, wie gesagt, haben Maximum oder Minimum und das Maximum oder Minimum eines quadratischen Terms ist immer der Scheitelpunkt. Ja, zum Beispiel ist das Maximum oder wenn sie nach oben geöffnet ist, das Minimum. Das ist der Scheitelpunkt. Wir müssen also nichts anderes machen, als den Scheitelpunkt dieses quadratischen Terms bestimmen. Da hilft uns die Formelsammlung weiter. Auf Seite 4 haben wir zum Beispiel hier eine schöne Formel über den Scheitelpunkt. Und um die ansetzen zu können, müssen wir noch das A, B und C bestimmen. Da hilft uns oben die allgemeine Form schnell weiter, weil das A ist immer der Faktor von x². Das b ist immer der Faktor Form x und das c ist eben die Zahl ohne Variable. Und jetzt können wir diese Formel ganz einfach durchrechnen. Also, wir haben minus b, das sind minus 1,8, geteilt durch 2 mal minus 0,25. Und für die y-Koordinate haben wir c, das ist 4, minus, großer Bruch, 1,8, also b², geteilt durch 4 mal a, also 4 mal minus 0,25. So, und das kann jeder normale Taschenrechner ausrechnen, ohne dass er diese Spezialfunktionen hat. Das machen wir. Dann kommt für den Scheitelpunkt für die x-Koordinate 3,6 raus. Und für die y-Koordinate kommt 7,24 raus. Jetzt noch entsprechend uminterpretieren. Hier heißt ja maximale Streckenlänge. Also kann man sagen, für x gleich 3,6 ist, wie nennen wir es, T-Max gleich 7,24 Längeneinheiten. Ja, das ist der maximale Wert. Die y-Koordinate ist immer der maximale Wert. So, erster Teil erledigt. Wir haben die maximale Streckenlänge bestimmt. Wir brauchen aber noch den maximalen Flächeninhalt dieser Dreiecke. Ja, gibt es mehrere Möglichkeiten über Dreiecke. Schauen wir uns die Formelsammlung an, was die drüber verrät. Da haben wir hier zum Beispiel rechtwinkliges, gleichschenkliges, okay. Na, wir haben ein gleichseitiges Dreieck aus der Aufgabe. Das heißt, hier haben wir eine schöne Formel, mit der wir das berechnen könnten. Wir können auch hier Formel vom allgemeinen Dreieck ansetzen, beziehungsweise das untere passt auch. Also wir haben hier mehrere Möglichkeiten, das zu berechnen. Wir haben jetzt gerade hier die Formel vom gleichseitigen Dreieck nehmen, weil wir wissen ja aus der Aufgabe, es ist ein gleichseitiges Dreieck. Folgt daraus, a max ist gleich. Und jetzt heißt, ja, so lang brauche ich gar nicht, a Quadrat durch 4. Und das a Quadrat ist hier nichts anderes als die Seitenlänge des Dreiecks. Und die haben wir jetzt ja gerade berechnet. Die wissen wir, die ist 7,24. Also folgt aus der Rechnung 7,24 zum Quadrat geteilt durch 4 mal Wurzel 3. Ja, und das tippe ich jetzt auch nochmal in den Taschenrechner ein. Und dann kommt ein Wert von 22,70 Flächeneinheiten raus. Ja, und damit ist die Aufgabe dann auch erledigt.